Gut, da ich morgen leider früh raus muss und das Spiel total süchtig macht, muss ich mich nach diesem Video dazu zwingen, für heute Schluss zu machen, auch wenn es mir schwerfallen wird. Und ich habe jetzt gerade eben den 7. Meistertrainer besiegt, der wieder relativ einfach war. Und bis jetzt waren nämlich 3 Meistertrainer voll schwer und die anderen 4 ganz schön einfach. Ich gehe davon aus, dass der letzte Meistertrainer, also der 8., dann nochmal richtig schwer sein wird. Und für Whirlpool benutze ich jetzt natürlich auch wieder so einen HM-Slave. Der hat sogar Super Sonic. Was gibt's aber auch? So obernervige HMs. Wer kann das hier alles nehmen? Frage ich mich. Auch nur der. Bringt ja gar nichts. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt endlich nach Whirlpool Island. Oder zumindest sollte ich das können. Und dann rausfinden, was es da gibt. Ich gehe ganz einfach davon aus, dass man das muss. Hey, guck mal, was der schon alles kann. Voll der HM-Slave, wenn du mich fragst. Ich frage mich, ob ich der erste Spieler bin, der sich über die Notwendigkeit, HM-Slaves zu bauen, beschwert. Wahrscheinlich nicht. Das muss doch jedem auf den Wecker gehen. Doch voll schlechtes Design. Ja, natürlich kann ich entkommen. Bin schließlich 4 Levels höher. So, mal sehen, wie das jetzt geht. Ach, der Strudel ist dann einfach weg. Frag mich nur, was man jetzt auf dieser Insel eigentlich macht. Was wofür die gut ist. Ach so, da ist eine Höhle. Na toll. Jetzt wissen, ob sie irgendwas anderes geben kann. Als sonst wo. Was das ist.
Na gut, dann erkunde ich halt mal diese komische Höhle. Wer weiß, was es da gibt? Ich bräuchte Flash, verdammt. Wer hat schon Flash? Was zum Teufel? Na klar. Ganz komisch. Was habe ich aber auch keinen Flash? Kein Wunder, kriegt man hier einen Escape-Raub. Werde ich höchstwahrscheinlich brauchen. Ganz nervig. Werde ich ja nie mehr rauskommen. Jedenfalls nicht ohne das verdammte Seil. Was habe ich aber auch keinen Flash. Keine Ahnung, wo zum Teufel man das gekriegt hat. Das ist ja unfair. Ich muss das verdammte Seil benutzen. Und hoffen, dass das überhaupt geht. Wahrscheinlich will man sich im Internet auch eine Anleitung holen, um dann nochmal rauszufinden, aber... Das will ich jetzt natürlich nicht. Darf ich natürlich nicht so blöd sein und da nochmal reingehen. Natürlich. Wir lesen, ob hier jetzt irgendwas anderes kommen kann. Anscheinend nicht. Wofür ist denn die Insel dann überhaupt da? Reinleger, natürlich kann ich escapen.
kommt nichts Neues. Ich frage mich aber, wofür die Inseln dann da sind. Du Reinleger, natürlich kann ich entkommen. Ich kann immer entkommen. Da hätte ich mal auf, mich zu verarschen. Wieder so eine Höhle, die nicht geht. Eine unschaffbare Höhle. Geht auch wieder nach oben. Na super. Dieser Unsinn! Was sind das denn für Nixgehöhlen? Diese Höhlen sind ja voll nervig. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Bringt ja nichts, da kommt immer dasselbe. Diese Höhlen sind alle unmöglich.
Das heißt also, dass ich diese Höhlen tatsächlich nur schaffen kann, wenn ich Flash irgendwie krieg. Ich frage mich ja, ob ich jetzt nach Verleide jetzt fliegen kann. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja noch schöner. Wenn ich da auch noch hinfliegen könnte. Darf ich natürlich nicht können. Natürlich ist da wieder so eine unspielbare Höhle. Warum wollte ich denn hier unbedingt hin? Vielleicht kriege ich hier ja Flash. Ich mache jetzt übrigens wahrscheinlich noch 25 Minuten und dann mache ich Schluss für heute. Nämlich wenn ich Flash hätte, dann hätte ich bei diesem Whirl Islands wahrscheinlich auch eine Chance. Mache ich aber natürlich nicht. Egal, jetzt kommt erstmal ein Buff-Item. Ja, ich weiß, ich verfeuere immer die Kohle für Buff-Items. Das ist ja 46 und 37. Mal sehen, ob das hochgeht. Ja, tatsächlich. Weil Spezialverteidigung hat der Giftwolkentyp ein bisschen wenig. Könnte natürlich ein bisschen mehr sein. So, dann will ich jetzt rausfinden, was hier los ist. Natürlich, das ist so ein Bastard. Hä, und er will mich nicht durchlassen. Wahrscheinlich werden die einem wieder irgendwo Geld abzocken. Ohne dass man was dagegen machen kann. Vielleicht hier? Natürlich.
Man hört ja schon, dass was nicht stimmt. Solange ich ihn fertig machen kann, ist ja alles okay. Was ist der denn schneller? Wobei, das ist ja immer schneller. Vorher war der schon schneller. Ja, der Vogel hat immer noch ein viel zu niedriges Level im Vergleich zu dem Rest. Das muss sich ändern. Fly einsetzen. Schreck mich doch! Hier hab ich's gezeigt. Was ist mit dir? Ach, toll. Ich werde dir zeigen. Bist du was von erledigt? Was ist denn der Gegner immer schneller? Ach so, weil es ja nicht sehr effektiv ist. Und weg mit dir. Allerdings ist mein Gift-Typ jetzt gelähmt und deshalb gehe ich jetzt zurück. Es ist natürlich inakzeptabel, dass er gelähmt ist. Und wenn ich den hier anlaufe? Na klar. Ey, du da! Ja, der hat gleich 5. Er hat ja wohl nicht mehr alle.
Aber wie gesagt, der Vogel braucht unbedingt Level-Ups. Aha, ich krieg so nee, echt. Hey, jetzt kriegt ja sogar was. Ach das. Wobei die Gegner ja eh nie wechseln. Weil das bei der AI ja offensichtlich einfach nicht vorgesehen ist. Außer ganz wenige Trainer hatten wir etwa Ace-Trainer, die bisher noch nie gekommen sind in diesem Durchgang. Und dann Quick-Attack die ganze Zeit. Aber die sogenannten Ace-Trainer sind eigentlich voll selten. Die kommen wahrscheinlich erst ganz spät im Spiel. Der hat uns ein komisches Fokus-Energy. In der ersten Generation war das verbuggt und hat bedeutet, dass der Gegner nur noch ein Viertel so oft kritisch trifft. Aber ich glaube, hier in der zweiten Generation haben sie den Bug weggemacht. Und das bedeutet, dass er doppelt so oft kritisch trifft. Was natürlich nichts ändert, wenn er mich so oder so überhaupt nicht trifft. Und ein komisch Fokus-Energy. Wieder einer weniger. Ach, echt? Ja, da kommen viel zu viele von den Bösewichten. Vor allem haben die mittlerweile schon ganz schön hohe Levels. Flutschbomb einsetzen. Was ist der denn dagegen resistent? Rum. Ach. Was auch immer euer Plan ist, er wird nicht gelingen. Lutschbomb, dir zeige ich's. Hä? Na super, jetzt ist er wahrscheinlich so gut wie untreffbar. Na, jetzt treff ich aber zum Glück. Ist ja komisch, dass er sich kleiner gemacht hat. Ach nee. Dann hast du meinen Slutschbomb halt disabled. Zum Glück habe ich aber auch noch den normalen Slutsch. Level geschafft.
Ach toll. Der immer mit seinem Disable. Zum Glück habe ich aber auf Yuri Attack. Den sogenannten Aene-Angriff. Oh, hättest du denn nicht nochmal schießen können? Ach so, na toll. Hä, Pursuit ist ja Type Dark. Hä, und das macht dem ja fast nichts. Das ist Type Flying. Macht dem ja auch nicht so wirklich viel. Und Type Normal? Macht dem auch nicht wirklich was. Ich fürchte, er gewinnt. Natürlich muss er jetzt kritisch treffen. Dieser Cheater. Das war ja so klar. Dieser verbuggte Zufallszahlengenerator. Der immer genau weiß, wie er würfeln muss, um gegen einen zu gewinnen. Na, jetzt macht er nämlich natürlich keine kritische Treffer, weil er genau weiß, dass ein kritischer Treffer mich auch nicht killen wird. Dabei hätte mein Vogel die Erfahrung wirklich brauchen können. Ach nee. Vor allem die ganzen NPC-Statisten kämpfen natürlich nie gegen die von Team Rocket. Überhaupt, in solchen Rollenspielen ist immer man selber der Held. Und alle anderen sind irgendwelche Statisten, die einfach nur in der Gegend rumstehen. Oder aber natürlich Gegner von einem. Aber man selber ist der einzige Bastard, der kämpft. Also jedenfalls der einzige Bastard, der für das Gute kämpft natürlich. So, das ist einer von den Guten. Aber das ist ein Bösewicht. Dummerweise muss ich jetzt bald Schluss machen. Weil ich ja morgen früh raus muss, leider. Man kann nicht einfach bis 12 aufbleiben oder so. Dieser Nervkopf. Das gibt ja nicht, meine Art, das Self-Distract irgendwie überlebt. Aber trotzdem, was ist denn das für ein Nervkopf, der einfach mal Self-Distract benutzt? Ja immer erst haben. Du und dein Disable. Na, Leben Fury Attack. Hä,
mehr Glück gehabt. Der ANE-Angriff hat oft genug angegriffen, um dem Gegner zu zeigen, wo es lang geht. Ach so, weil es ja gar nicht geht. Und sie nur Pursuit was bringt. Hör du Nervensäge. Weller Power, du alter Nervkopf. Götter könnte auch mal wieder ein paar Level-Ups brauchen. Fire in the Hole! So, und den hier mache ich jetzt wahrscheinlich noch weg und dann geht's leider ins Bett für heute. Aber es geht dann an einem der nächsten Tage wahrscheinlich weiter. So einen hätte ich auch gern. Aber meiner will einfach nicht zu so einem werden. Self-Destruct einsetzen! Aber wahrscheinlich trifft es jetzt noch nicht mal. Ja doch. Na toll, das sollte ihn doch nicht killen. Weil wenn sie ihn killt, dann kriege ich ja überhaupt keine Erfahrung. Na, dann geht das natürlich nicht. Dass ich mir mit dem Self-Destruct die Erbsen praktisch wegnehme. Komisch ist nur, dass meine, der nicht weiterentwickelt ist, das Self-Destruct vorhin überlebt hat. Na toll, ihm sein nerviger Rauchbildschirm. Endlich treffe ich. Oh nein. Der Ashimisi zeigt's mir. Hör dir uns ein Self-Destruct! Ey, nee! Was hat er mir? Hey, Glück gehabt, aber dafür kriegt mein Giftwolken-Typ noch Erbsen, weil der kurz draußen war. Ich hab schon gedacht, der hätte mir jetzt die Erbsen einfach geklaut. Glück gehabt! Okay, ich gehe mich jetzt noch schnell heilen. Dann ist los für heute. Obwohl ich eigentlich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Okay. Dann war's das jetzt nämlich für heute. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Zumindest falls es theoretisch Zuschauer gibt.